Hallo aus dem Fadenwurmlabor. Warum Fadenwürmer? Die Fadenwürmer, das sind unsere Modellorganismen, die wir für die Alterungsforschung verwenden. Und dieser Modellorganismus, der ist 1 Millimeter lang, lebt ca. 30 Tage und beinhaltet auch 80% der Eiweißstoffe, die wir in uns finden. Das ist also für uns ideal, um Wirkstofftestungen durchzuführen. Zudem ist der Fadenwurm auch transparent und das ist für uns sehr, sehr praktisch, weil dadurch können wir übers Mikroskop zum Beispiel auch fluoreszierende Proteine im Fadenwurm beobachten und während des Alterns verfolgen. Der Fadenwurm, der lebt normalerweise im Erdreich und ist temperiert auf ungefähr 20 Grad. Und deswegen sind die ganzen Räume, wo wir jetzt auch unsere Experimente durchführen, auf 20 Grad temperiert und wir haben auch Inkubatoren, die auf 20 Grad eingestellt sind. Ein einziger Fadenwurm schafft es, dass er innerhalb von wenigen Tagen eine gesamte Platte füllt. In dieser Platte, da ist Agar drinnen, das ist eine geleeartige Substanz und die macht für den Fadenwurm quasi das Erdreich nach. Und auf diesem Agar finden sich auch Bakterien, die dienen nämlich dem Fadenwurm als Futter. Warum schafft es jetzt ein einziger Wurm, dass er diese gesamte Platte bevölkert? Die Würmer, die sind Zwitter und damit sind sie selbstbefruchtend und können bis zu 300 Eier legen in ihrem gesamten Leben. Wir haben jetzt aber damit die Schwierigkeit, dass wir ja eine homogene Population haben wollen während unserer Wirkstofftestungen. Wir wollen immer Fadenwürmer gleichen Alterns. Und deswegen müssen wir tagtäglich die Fadenwürmer von den Eiern trennen, weil aus den Eiern schlüpfen innerhalb von wenigen Stunden Larven und innerhalb von 3 Tagen haben wir dann schon adulte Fadenwürmer und wir würden die Jungen von den alten Fadenwürmern nicht auseinanderhalten können. Wie machen wir dieses Umsetzen? Die Fadenwürmer sind eben wie gesagt sehr klein, die sind 1 Millimeter groß und um sie erfolgreich umsetzen zu können, braucht man ganz einen feinen Draht, das ist der Platindraht und mit dem heben wir quasi die Fadenwürmer auf und transferieren sie auf eine neue Platte. Und damit gehen wir sicher, dass tatsächlich immer eine homogene Population vorliegt und wir auch genau wissen, wie alt die Fadenwürmer sind und welcher Lebensspanne sie dann erreichen. Hier sehen wir nun, wie die Dorontina den Arbeitsplatz für das Umsetzen der Fadenwürmer vorbereitet. Es wird der Bunsenbrenner angezündet und der Arbeitsplatz mit Alkohol desinfiziert, um Kontaminationen, also Verunreinigungen, zu vermeiden. Zuallererst werden die neuen Platten, auf welchen die adulten, erwachsenen Fadenwürmer umgesetzt werden, mit Bakterien, also dem Futter für die Fadenwürmer, bestückt und dabei pipettieren wir einige 100 Mikroliter Bakterienlösung auf die vorbereiteten Agarplatten. Die Bakterienlösung, welche sich in einem Gefäß am sogenannten Falcon befindet, wird dann anschließend wieder steril verschlossen, um für den nächsten Versuch aufbewahrt zu werden. Nun wird die Bakterienlösung noch auf die Agarplatten verteilt, homogen verteilt und anschließend wird gewartet, bis die Lösung eingetrocknet ist. Anschließend werden die 1 mm großen Fadenwürmer umgesetzt. Dafür verwenden wir einen hauchdünnen Platindraht, welcher zuallererst abgeflammt wird, um eine Verunreinigung zu verhindern. Und dann werden von den alten Platten die Fadenwürmer gepickt, also mit dem Platindraht aufgenommen. Und in diesem Fall nehmen wir, was wir hier sehen, die großen adulten Fadenwürmer auf, um sie von den kleinen Larven und den Eiern zu trennen und so dann eine homogene Population auf der neuen Platte wiederzufinden.